neue Gesichter zu sehen, bekannte Gesichter, die wieder da sind. Wir sind wieder einmal international. Das gehört sich beim heutigen Thema ohnehin. Wir sind nicht nur international, sondern wir sind auch südlich. Nicht nur, weil der heutige Referent einen großen Teil seiner akademischen Vita im südlichen Bayern, in Regensburg, verbracht hat, sondern auch, weil wir mit dem Thema des heutigen Abends anschließen, nahtlos anschließen an das, was wir von Paolo Diorio letzte Woche gehört haben, der ja die südlichen Sehnsüchte Nietzsches in der Musik, interessanterweise nicht in der italienischen, sondern in der französischen Musik thematisiert hat, wobei Sie gesehen haben, Sie erinnern sich, das hat Herr Diorio nicht thematisiert, dass die Fassung der Carmen, die Nietzsche benutzt und kommentiert hat, und die Herr Diorio für uns kommentiert hat, nicht etwa die französische, sondern die italienische Fassung war. Und in gewisser Weise schließen wir damit an. Durch den Renaissance-Gedanken ist Nietzsche in die Kulturgeschichte des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts wesentlich eingegangen. Und wir haben die große Freude, heute Abend den Spezialisten für Renaissance in der Literatur, aber man darf umfassender sagen, in der Kulturgeschichte des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts als Referenten bei uns zu haben. Und wir haben nicht nur heute das Vergnügen, sondern Peter Philipp Riedl ist auch sonst hier in Freiburg anzutreffen. Er ist Professor am Deutschen Seminar dieser Universität, hat also Regensburg verlassen, um hier bei uns zu sein. Er hat viele weitere akademische Stationen auch im Ausland. In Cambridge war er Visiting Fellow und ist wichtig auch in der im Universitätsmanagement, wenn man das so sagen kann. Er ist einer der führenden Köpfe des SFBs zur Muse, das ja, wie einige von Ihnen wissen, jetzt in die zweite Phase geht. Und das ist natürlich auch ein Feld, die Forschung zur Muse, ein Feld, das Herrn Riedl in den letzten Jahren intensiv beschäftigt hat. Die Habilitationsschrift ist für das heutige Thema besonders einschlägig. Ein ganz dickes Buch bei Klostermann erschienen. Epochenbilder, Künstlertypologien, Beiträge zur Traditionsentwürfen in Literatur und Wissenschaft 1860 bis 1930. Auch da sehen Sie den Zeitrahmen, der nicht zuletzt markiert ist durch Jakob Burckhardts Buch über die Renaissance, über das wir heute sicher auch noch etwas hören werden. Ich kann auf eine ganz neue Publikation einen Zeitschriftenartikel Renaissance-Menschen hinweisen, der jetzt 2017 erschienen ist, nach Erscheinungsjahr. Aber ich glaube, den Sonderdruck haben wir schon Ende Dezember bekommen. Und die Dissertation markiert, das will ich noch als letztes erwähnen, einen anderen Schwerpunkt, nämlich die Literatur um 1800, öffentliche Rede in der Zeitenwende, deutsche Literatur und Geschichte um 1800. Und Sie sehen, deswegen will ich es erwähnen, vor allen Dingen auch, dass eben Herr Riedl weit über Literaturwissenschaft im engeren Sinne hinausforscht. Er ist im besten Sinne ein Kulturhistoriker mit, wenn Sie so wollen, universalem Horizont. Und wen kann man sich da besser wünschen für einen Vortrag zu Renaissance bei Nietzsche, Renaissancen bei Nietzsche und vielleicht Nietzsche-Renaissance. Peter, darf ich dir das Wort geben? Ja, lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für die mich außerordentlich beschämende Einführung. Ich starre von einer Fallhöhe jetzt in den Abgrund und muss mal zusehen, dass ich möglichst weich landen werde. Auch ganz herzlichen Dank dir und Sebastian Kaufmann, den beiden hier anwesenden Veranstaltern dieser Reihe, für die Einladung zum heutigen Vortrag. Du hast das Stichwort für den Beginn meines Vortrags gleich gegeben. Was ist unter dem Titel zu verstehen meines Vortrags? Der Titel ist ja zunächst einmal erklärungsbedürftig. Mit Nietzsches Renaissance ist nicht etwa das gemeint, was Andreas zuletzt andeutete, nämlich die Renaissance von Nietzsches Denken in unserer Zeit. Dazu bedarf es keiner Wiedergeburt. Verdienstvollerweise sorgt die hiesige Forschungsstelle für ein solides historisch-philologisches Fundament für die weitere Auseinandersetzung mit der ungebrochen wirkmächtigen Philosophie Friedrich Nietzsches.
Mit Nietzsches Renaissance meine ich, Andreas hat es angedeutet, ganz etwas anderes. Es geht im Folgenden erstens um Nietzsches Bild von der Renaissance als jener Epoche an der Schnittstelle von Mittelalter und Neuzeit, an der sich, so die verbreitete Vorstellung im 19. Jahrhundert, wesentliche Impulse, Tendenzen und Strömungen der Moderne formierten. Und es geht zweitens um die beträchtlichen Folgen von Nietzsches Epochenbild im Besonderen, aber auch von Nietzsches Philosophie im Allgemeinen für jene literarischen Werke der Jahrhundertwende, die in der Zeit der Renaissance spielen. Die Folgen wiederum waren gravierend, jedenfalls so bedeutsam, dass der zweite Teil meines Vortragstitels beinahe schon den Tatbestand einer Tautologie erfüllt. Die literarische Strömung des sogenannten Renaissancismus um 1900, der Begriff ist übrigens zeitgenössisch und entspringt nicht einem heutigen germanistischen Fachjargon. Dieser Renaissancismus um 1900 ist ohne Nietzsches Denken und dessen Rezeption in welcher Form und insbesondere auch in welcher Qualität auch immer schlechterdings nicht denkbar. Diese Feststellung ist keineswegs eine Captatio Benevolentiae adressiert an die Veranstalter dieser Reihe, sondern ein unbestreitbarer Befund, den ich im Folgenden näher auffächern und erläutern werde. Ich gehe dabei in vier Schritten vor. Zunächst skizziere ich in gebotener Kürze wesentliche Faktoren eines Epochenkonzepts der Renaissance im 19. Jahrhundert. Anschließend wende ich mich zweitens Nietzsches Einlassungen zur Renaissance zu und beschreibe dann drittens die Formierung dessen, was im frühen 20. Jahrhundert mit dem Begriff Renaissancismus kategorisiert wurde. Eine ganz bestimmte literarische Strömung, ja Mode, die nicht nur außerordentliche viele, sondern auch ausgesprochen bunte Blüten trieb. Eine der bekannteren Ausprägungen dieser Mode werde ich in meinem vierten und letzten Abschnitt analysieren, Hugo von Hofmannsthals lyrisches Drama Der Tod des Tizian von 1892. Doch zunächst zu Vorstellungen und Kategorien, mit denen im 19. Jahrhundert ein profilscharfes Epochenbild der Renaissance geformt wurde. Das Epochenkonzept der Renaissance im 19. Jahrhundert entstand zunächst in der französischen Aufklärung. Diesen Epochennamen verankerte zuerst Jules Michelets Werk La Renaissance von 1855. In Deutschland setzte den Epochennamen insbesondere Jakob Burckhardt mit seinem Werk Die Kultur der Renaissance in Italien von 1860 äußerst wirkungsvoll durch. Ein Epochenbild der Renaissance avant la lettre findet sich in der deutschen Literatur freilich bereits viel früher, zum Beispiel in Wilhelm Heinzes Sturm- und Drang-Roman Ardinghello 1785, in Werken der frühromantischen Bewegung sowie mit einem geradezu programmatisch markanten Profil bei Goethe, von dem in dieser Ringvorlesung Katharina Grätz, Mario Zanucchi ja bereits die Rede war. In den Viten von Persönlichkeiten der Renaissancezeit, von Benvenuto Cellini bis Girolamo Cardano, suchte Goethe nach Mustern einer genialen Künstleridentität, denen er dann seinen eigenen schöpferischen Akt autobiografischer Sinnstiftung folgen ließ. In Dichtung und Wahrheit verlieh er seinem Leben, bei allen Brüchen, die Weihe der Entelechie, der alles Ziel und Zwecklose fremd ist. Die unterstellte Geburt eines autonomen Künstlersubjekts zur Zeit des Renaissance-Humanismus ist der kulturgeschichtliche Code von Goethes Selbstrepräsentation im Zeichen höchster Idealität. Im 19. Jahrhundert wurde diese stilisierende Modellierung des eigenen Künstler-Ichs nicht nur bereitwillig aufgegriffen, sondern teilweise hagiografisch verklärt, mit weitreichenden Folgen auch für die entsprechenden Epochenbilder, die sich am Ideal der Goethezeit normativ orientierten. Allein der Aufbau von Jakob Burckhardts Epochenpanorama in der Kultur der Renaissance in Italien verdeutlicht diesen von mir angedeuteten Diskurszusammenhang. Man könnte hier auch, wie Ludger Lütkehaus im Eröffnungsvortrag dieser Reihe, von einer Ligatur sprechen. Burckhardts Werk setzt mit dem Staat ein, der Staat als Kunstwerk, das erste Kapitel, und wendet sich anschließend, so die nächste Kapitelüberschrift, der Entwicklung des Individuums zu.
Daraufhin folgt im dritten Abschnitt die Wiedererweckung des Altertums und damit die Renaissance im eigentlichen, im wörtlichen Sinn. Die Überschrift des vierten Abschnitts, die Entdeckung der Welt und des Menschen, hat Burckhardt aus dem Vorwort von Michelets La Renaissance übernommen. Der fünfte Abschnitt trägt den Titel Die Geselligkeit und die Feste, der sechste Sitte und Religion. Thematisch gesehen offenbart das in jeder Hinsicht Epochenwerk Jakob Burckhardts über die Kultur der Renaissance in Italien übrigens markante Parallelen zur Dramenarchitektur von Goethes Faust II. Die fünf Akte des Dramas behandeln jedenfalls grosso modo jene Tendenzen, die Burckhardt in den Hauptkapiteln seines Renaissance-Buchs aufgriff. Doch dies nur am Rande. Diese hier nur angedeuteten inhaltlichen und epistemologischen Konzeptualisierungen, die das Bild der Renaissance im 19. Jahrhundert konfigurierten, wirkten in unterschiedlichem Maß auch auf die entsprechenden Vorstellungen Friedrich Nietzsches ein, ob sie nun direkt oder indirekt rezipiert wurden, sei dahingestellt. Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien hat Nietzsche in jedem Fall eingehend studiert. Burckhardts Werk war Bestandteil von Nietzsches Bibliothek, von der ja in dieser Ringvorlesung letzte Woche ausführlich die Rede war. In Nietzsches Exemplar findet sich eine persönliche Widmung des Verfassers Jakob Burckhardt. Wie sich hier diskursive Verbindungen, die für das Verständnis der Renaissance als einer kulturgeschichtlichen Umbruchsepoche signifikant sind, herausschälen, sei an einem auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt zentralen, aber wie ich meine, markanten Beispiel kurz erläutert. Es geht um die Vorstellung von plastischer Kraft exzeptioneller Menschen zur Zeit der Renaissance bei Jakob Burckhardt und Friedrich Nietzsche. Für die spätere Typenbildung des sogenannten Renaissance-Menschen, den Nietzsche als Raubmenschen klassifizierte, lieferte Burckhardt wesentliche Stichworte, indem er einerseits den Typus des Renaissance-Menschen anthropologisierte, andererseits auf ihn die Vorstellung der plastischen Kraft applizierte und seine diesseits bezogene Selbstermächtigung strukturtypologisch als weltgeschichtlichen Aufbruch deutete. Längeres Zitat aus der Kultur der Renaissance in Italien. Endlich aber zeigen die geistig Mächtigen, die Träger der Renaissance, in religiöser Beziehung eine häufige Eigenschaft jugendlicher Naturen. Sie unterscheiden recht scharf zwischen Gut und Böse, aber sie kennen keine Sünde. Jede Störung der inneren Harmonie getrauen sie sich vermöge, jetzt kommt es, ihrer plastischen Kraft wiederherzustellen und kennen deshalb keine Reue. Da verblasst denn auch das Bedürfnis der Erlösung, während zugleich vor dem Ehrgeiz und der Geistesanstrengung des Tages der Gedanke an das Jenseits entweder völlig verschwindet oder eine poetische Gestalt annimmt statt der dogmatischen. Die plastische Kraft verleiht dem modernen Individuum, das Burckhardt zur jugendlichen Sturm- und Drangnatur anthropologisiert, das Selbstbewusstsein, mit dem es sich ganz diesseits bezogen der Welt bemächtigt, auch in künstlerischer Form poetische Gestalt. Das bitte ich zu merken, das wird in der weiteren Argumentation meines Vortrags eine wichtige Rolle spielen. Die plastische Kraft ist konstitutives Merkmal der Typologie des Renaissance-Menschen, die Burckhardt selbst eher kühl analysierte. Burckhardt war weder Apologet einer mythisierenden Heldenverehrung, noch verfiel er der Aura charismatischer Persönlichkeiten. Die Verehrung von historischer Größe interpretierte er vielmehr als ein Krisensymptom. In der Kultur der Renaissance in Italien hat Burckhardt den aus seiner Sicht teilweise auch pathologischen Zügen des modernen Individualismus sein besonderes Augenmerk geschenkt. Es ging ihm dabei hauptsächlich um den Aufbruchcharakter in einer von ihm so verstandenen Zeitenwende, in der, so seine Überzeugung, die Geburt des modernen Individuums, des autonomen Subjekts fiel. Im Sinne der binären Logik, die dieser Vorstellung zugrunde liegt, entledigte sich das moderne Individuum, das autonome Subjekt, der mittelalterlichen Fesseln, vor allem in ihren religiösen Formen. Die Vorstellung der plastischen Kraft wurde im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert mit einer Fülle verwandter Attribute angereichert und ergänzt.
wesentliche Referenzquelle für die weitere ausgesprochen schillernde Ausgestaltung des Renaissance-Menschen war das Werk Friedrich Nietzsches. Zunächst hat Nietzsche die Notwendigkeit jener plastischen Kraft postuliert, die seiner lebensphilosophischen Maxime der Tat zugrunde liegt. Das souveräne Individuum muss sich im Sinne Nietzsches erst der Fesseln der Geschichte entledigen, um die plastische Kraft wiederzugewinnen, mit der es selbst Geschichte gestalten, mit der es handeln kann. In der zweiten seiner unzeitgemäßen Betrachtungen vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben von 1874 betont Nietzsche die hemmende Macht der Geschichte für die plastische Kraft des Lebens. Das Übermaß von Historie hat die plastische Kraft des Lebens angegriffen. Es versteht nicht mehr, sich der Vergangenheit wie einer kräftigen Nahrung zu bedienen. Nietzsche sieht hier nicht in der Geschichte selbst ein Hemmnis für die Entfaltung der plastischen Kraft, die als körperlich, als vitalistisch zu verstehen ist, sondern in einem Übermaß der Geschichte sowie in einer ganz bestimmten Ausprägung des Geschichtsverständnisses des Historismus. Das bedeutet im Gegenzug, dass die plastische Kraft des Lebens grundsätzlich auch aus der Geschichte ihre kräftige Nahrung gewinnen kann. Übertragen auf den sogenannten Renaissance-Menschen lässt sich daher feststellen, der Phänotypus eines freien Individuums, das sich selbst erschafft oder auch planvoll erzogen oder gezüchtet wird, ist in Nietzsches Vorstellung keine Creatio ex nihilo. Nietzsche veranschaulicht vielmehr das Konstrukt des modellierten Übermenschen der Zukunft, der Tier und Gott, Dionysos und Genie zugleich ist, mit seinem rücksichtslosen Willen zur Macht durch historische Vorläufer wie Cesare Borgia aus der Zeit der Renaissance oder auch Napoleon und entwirft so eine wirkmächtige Vorstellung virtuoser Selbsterhöhung und Diesseitsverherrlichung. In diesem Zusammenhang verweise ich gerne noch einmal auf den Vortrag von Paolo Diorio letzten Dienstag. Nietzsche verstand Kraft, wie wir gehört haben, als Energie, als Streben nach Entfaltung. Diese Vorstellung von Kraft hat Nietzsche wiederum expressis verbis mit dem Willen zur Macht in Verbindung gebracht. In dieser Verschränkung von metahistorischem Phänotypus und konkreten geschichtlichen Gestalten sieht Odo Marquardt allerdings einen aporetischen Zug in Nietzsches Denken. Ausgerechnet mit seiner Begründung des anthropologischen Willensprinzips habe Nietzsche, so Marquardt, Zitat, faktisch das Leben und die Natur an ein nur geschichtliches, das Machtmensch-Ideal der Renaissance verraten. Zitat Ende. Ob hier gleich ein Verrat vorliegt, sei dahingestellt. Auch die sehr verkürzte Zuschreibung, das Machtmensch-Ideal der Renaissance sei etwas Geschichtliches, ist zumindest missverständlich. Handelt es sich dabei doch um ein narratives Konstrukt, das zwar auch geschichtlich ist, aber auf einer anderen Ebene als derjenigen, die in Marquardts Formulierung anklingt. In der verknappten Aussage Marquardts kommt jedenfalls die notwendige Unterscheidung zwischen Histoire und Discours nicht angemessen zum Ausdruck. Im Kern hat Marquardt gleichwohl recht. Nietzsche hat dem geschichtlichen Muster in der Tat einen überzeitlichen Wert verliehen und das in der Zuschreibung historisch einmalig Bedingte zum metahistorisch allgemein Unbedingten erhoben. Dabei ist, und hier schließt sich fürs Erste der Kreis meiner Argumentation, Nietzsches Idee des großen Individuums unter anderem auch durch Jakob Burckhardts Epochenpanorama der Renaissance entscheidend mitgeprägt worden. Und jetzt bin ich beim zweiten Kapitel, wo ich eigentlich auch schon längst angelangt war, weil ich immer schon wieder darüber gesprochen habe, nämlich Nietzsches Bild der Renaissance. Der Phänotypus Renaissance-Mensch ist in der Literatur um 1900 in sehr vielen Fällen, zugespitzt formuliert, eine gedanklich-konzeptionell eher schlichte, mitunter auch vulgäre Variante von Nietzsches Raubmenschen in historischem Gewand. Diese Analogiebildung hat Nietzsche freilich selbst befördert, indem er den schon erwähnten Cesare Borgia, den Sohn des Papstes Alexanders VI., als Inkarnation des Raubmenschen, der rücksichtslos seinen Instinkten Folge beschrieb, so etwa in Jenseits von Gut und Böse 1886. Cesare Borgia, der, ich zitiere Andreas Ursommer, Inbegriff des gewalttätigen Renaissance-Menschen wird in Nietzsches Spätschriften zum Paradeexempel des Immoralisten,
der seinen Willen zur Macht rücksichtslos ausagiert hat. Auch die Raubtiermetapher, die Nietzsche gern auf ihn appliziert, ist bei der Charakterisierung Cesare Borgias bereits topisch. Zitat Ende. In seiner 1888 entstandenen und 1895 erstmals publizierten Streitschrift Der Antichrist erscheint Cesare Borgia geradezu als Prototyp des großen lebensbejahenden Individuums, das sich aristokratisch und verbrecherisch zugleich über alle bestehenden Normen hinwegsetzt. Die Verherrlichung der Renaissance mündet hier in eine Vision, die nach Ernst Gombrichs Überzeugung Burckhardts Vorstellungen regelrecht vulgarisierte und ein folgenreiches, Zitat Gombrich, modisches Missverständnis nach sich ziehen sollte. Cesare Borgia als Papst, versteht man mich wohlan, das wäre der Sieg gewesen, nach dem ich heute allein verlange. Damit war das Christentum abgeschafft. Was geschah? Ein deutscher Mönch, Luther, kam nach Rom. Dieser Mönch mit allen rachsüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters im Leibe empörte sich in Rom gegen die Renaissance. Statt mit tiefster Dankbarkeit das Ungeheure zu verstehen, das geschehen war, die Überwindung des Christentums an seinem Sitz, verstand sein Hass, aus diesem Schauspiel nur seine Nahrung zu ziehen. Ein religiöser Mensch denkt nur an sich. Luther sah die Verderbnis des Papsttums, während das Gegenteil mit Händen zu greifen war. Die alte Verderbnis, das Peccatum Originale, das Christentum saß nicht mehr auf dem Stuhl des Papstes, sondern das Leben, sondern der Triumph des Lebens, sondern das große Ja zu allen hohen, schönen, verwegenen Dingen. Und Luther stellte die Kirche wieder her, er griff sie an. Die Renaissance, ein Ereignis ohne Sinn, ein großes Umsonst. Ach, diese Deutschen, was sie uns schon gekostet haben. Umsonst, das war immer das Werk der Deutschen. Die Bedeutung dieser Aussage wird allein durch den sprachlichen Erregungszustand betont. Der elliptische Duktus, geprägt durch atemlos aneinandergereihte Ausrufe und Anaphern, signalisiert eine gleichsam weltgeschichtliche Empörung, die im Gegenzug den Typus des Renaissance-Menschen entschieden aufwertet. Das Anakulut wird zum paradigmatischen Stilmittel eines historischen Protests, der in simulierter Mündlichkeit die sowohl intellektuelle als auch emotionale Betroffenheit des Sprechers untermauert und das alles angesichts eines 3,5 Jahrhunderte zurückliegenden Ereignisses, dessen Wirkmacht Nietzsche indes für ungebrochen hält. Nietzsche entwirft hier eine gleichsam negative Dialektik der Geschichte. In seinem hochpathetischen agonalen Modell bilden der Untergang Cesare Borgias und der Aufstieg Martin Luthers eine alles andere als zufällige Koinzidenz, deren Folgen, so Nietzsches feste Überzeugung, die historische Entwicklung auf fatale Weise bestimmt haben. Der, in Nietzsches Sicht, pathologisch religiöse Eiferer Luther berief sich auf die Instanz des Gewissens, bereitete so dem antichristlichen Immoralismus der Renaissance ein Ende und unterdrückte darüber hinaus auf Jahrhunderte die freie Entfaltung der Wissenschaft und des Geistes im Allgemeinen. Wäre Luther dagegen, so spekuliert Nietzsche in Menschliches allzu Menschliches von 1878, wie Jan Hus verbrannt worden, hätte die, Zitat, Morgenröte der Aufklärung vielleicht etwas früher und mit schönerem Glanze, als wir jetzt ahnen können, aufgehen können. Seine spezielle Haltung zur Geschichte von Renaissance und Reformation erläutert Nietzsche auch in einem Brief an Georg Brandes vom 20. November 1888. Die Deutschen haben es zum Beispiel auf dem Gewissen, die letzte große Zeit der Geschichte, die Renaissance, um ihren Sinn gebracht zu haben. In einem Augenblick, wo die christlichen Werte die Dekadenzwerte unterlagen, wo sie in den Instinkten der höchsten Geistlichkeit selbst überwunden durch die Gegeninstinkte waren, die Lebensinstinkte. Die Kirche angreifen, das hieß ja das Christentum wiederherstellen. Cesare Borgia als Papst, das wäre der Sinn der Renaissance, ihr eigentliches Symbol. Nietzsche verengte das weite und offene Feld der Geschichte polemisch zu einem Kampfplatz, auf dem er Freund und Feind in gedanklicher wie sprachlicher Eindeutigkeit voneinander schied.
Gleichwohl ist auch Nietzsches Anthropologie des großen heroischen Individuums im Unterschied zu ihren trivialen Adepten das kritische Bewusstsein für die Surrogatfunktion historiografischer und literarischer Monumentalisierung illusionslos eingeschrieben. Soweit wie Burckhardt, der diese Formen der Heroisierung als unverkennbares Krisensymptom bewertete, ging Nietzsche dann aber doch nicht. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Nietzsche gegen Luther nicht von Anfang an polemisierte. Ähnlich wie im Falle Richard Wagners spiegelte erhebliche Wandel seiner Lutherdeutung die Entwicklung seines eigenen Denkens. Ich verweise hier nur auf einen neuen Aufsatz von Renate Reschke, die 2016 im Band 23 der Nietzsche-Forschung Nietzsches Lutherbilder, müsste man genauer sagen, differenziert untersucht hat. Nietzsches Abkehr von Richard Wagner und Bayreuth in den 1870er Jahren erfolgte übrigens unter dem besonderen Einfluss seiner Lektüre von Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien. Auf diesen Zusammenhang wies jüngst Martin Arühl in seiner Monographie »The Italian Renaissance and the German Historical Imagination« Cambridge University Press 2015 hin. Auch Nietzsches Renaissancebild war im Übrigen nicht so monochrom, wie meine bisherigen Ausführungen vermuten lassen könnten. In die Zeit von Renaissance und Humanismus fiel schließlich die Geburt jener philologischen Liebe zum Detail, die dann, etwas vergröbert gesprochen, unter der Vorherrschaft des Historismus, in Nietzsches kritischer Sicht, Detailmassen produziert habe, unter denen das Leben begraben worden sei. In der Geburt der Tragödie von 1872 finden sich jedenfalls noch kritische Bemerkungen zu jener Epoche, die Nietzsche später in Menschliches allzu Menschliches 1886 als das, Zitat, goldene Zeitalter dieses Jahrtausends, trotz aller Flecken und Laster, und in der Götzendämmerung 1889 als die letzte große Zeit apostrophierte. Das hatte er ja auch in dem Brief an Georg Brandes so formuliert. Zu diesem Wandel seines Renaissancebildes trug, wie erwähnt, seine intensive Lektüre von Jakob Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien entscheidend bei. Bereits 1874 in der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben würdigte Nietzsche die Renaissance kontradiktorisch zur humanistischen Bildungsidee als mustergültiges Beispiel für einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit und ihrer geschichtlichen Last, auch ihrer Bildungslast. Die welthistorische Tat der Renaissance besteht nach Nietzsche vielmehr in der revolutionären Haltung weniger mutiger Protagonisten, die zum notwendigen Traditionsbruch zugunsten des Lebens bereit waren. Nehme man an, dass jemand glaube, es gehörten nicht mehr als 100 produktive, in einem neuen Geist erzogene und wirkende Menschen dazu, um der in Deutschland gerade jetzt modisch gewordenen Gebildetheit den Garaus zu machen? Wie müsste es ihn bestärken, wahrzunehmen, dass die Kultur der Renaissance sich auf den Schultern einer solchen 100-Männer-Schar heraushob? Die Renaissance wird hier zum bewussten Kampf gegen die Geschichte stilisiert, genauer gesagt gegen ihre Übermacht, ihr Übermaß, das nun im Historismus seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts grenzenlos erscheint. Gerade dieses paradigmatische Handlungsmuster begründet in Nietzsches Denken den exklusiven Charakter der Renaissance, die sie aus der historisch gedachten chronologischen Abfolge von Geschichtsepochen herausragen lässt. Die prinzipielle Wiederholbarkeit dieses überzeitlichen Handlungsmusters exponiert die Renaissance gegenüber dem Einerlei der Geschichte und lässt sie als leitendes Paradigma ungebändigten Lebenswillens erstrahlen. Die 100-Männer-Schar der Renaissance lehnte sich gegen das mittelalterlich-theologische Memento Mori zugunsten eines entschiedenen Memento Vivere auf. Memento Mori, Memento Vivere waren jetzt Zitate aus der zweiten und zeitgemäßen Betrachtung. Diese Haltung der wenigen Mutigen und ihre epochale Bedeutung muss eine positiv verstandene, Zitat, monumentalische Historie im Dienst des Lebens als überzeitliches Vorbild herausstellen. Mit dieser Auffassung aktualisiert Nietzsche den traditionellen Topos von der Historia Magistra Vitae unter lebensphilosophischen Vorzeichen.
Das Wissen von der Vergangenheit muss sich an seiner Relevanz für das Leben in der Gegenwart messen lassen. Andernfalls verkommen die Bildungsbeflissenen zu, Zitat, wandelnden Enzyklopädien und verlören den Mut zur Tat. Nun zu den Folgen dieser Vorstellungen für die Literatur der Jahrhundertwende. Der Begriff Renaissancismus entstammt, wie bereits erwähnt, nicht dem Vokabular heutiger Wissenschaftssprache. Eingeführt hat ihn Franz Ferdinand Baumgarten in seiner 1917 erschienenen Monographie das Werk Konrad Ferdinand Meyers Renaissance, Empfinden und Stilkunst. Zitat: Meyer ist der Bildner, Nietzsche der Prophet, Burckhardt der Historiker des Renaissancismus. Damit war das Dreigestirn des Renaissancismus qualitativ kanonisiert. Jakob Burckhardt als Geschichtsschreiber dieser Bewegung, Konrad Ferdinand Meyer als ihr Dichter und Friedrich Nietzsche als ihr Philosoph. Soweit der literarische und intellektuelle Höhenkamm. An der literarischen Mode des sogenannten Renaissancismus um 1900 beteiligten sich aber nicht nur die prominenten Dichter der Zeit, Konrad Ferdinand Meyer, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Heinrich und Thomas Mann und andere mehr, sondern auch eine unüberschaubare Fülle von Poetae minores. Sie alle fanden insbesondere in Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien ihr geistiges Schnittmuster, das dann durch Nietzsche-Lektüren plastisch mitunter auch sehr grell ergänzt wurde. Dass daneben weitere Einflüsse im gegebenen Fall eine wichtige Rolle spielten, versteht sich von selbst, sei hier aber nur erwähnt, da ich mich im Sinne meiner Themenstellung vor allem auf die Nietzsche-Bezüge konzentriere. Burckhardt und Nietzsche waren jedenfalls die entscheidenden Stichwortgeber für eine enorme Fülle von Dramen, Romanen und Erzählungen, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert Stoffe aus der Renaissance verarbeiteten. Die meisten dieser Werke waren, literarisch gesehen, trivial. Der Kulturwissenschaftler und Renaissanceforscher Abi Warburg hat sie, wie sein Biograf Ernst Gombrich berichtet, Zitat, in ein spezielles Regal seiner Bibliothek, in den sogenannten Giftschrank, verbannt. Vor allem Nietzsches Typus des Raubmenschen, des Gewaltmenschen, des Übermenschen geistert durch diese Werke, allerdings zumeist in eher vulgarisierter, schlichter Form. Von diesen literarischen Folgen der Renaissance-Mode um 1900 soll im Folgenden freilich nicht die Rede sein, jedenfalls nicht vordringlich, sondern von einem anderen wichtigen Strang literarischer Auseinandersetzung mit der Renaissance, der Vorstellung von der Renaissance als Blütezeit der Kunst schlechthin, als einer Zeit gesteigerter Kreativität, die mit plastischer Kraft Kunstwerke von höchstem Rang hervorbrachte, als letzte große Zeit, als die sie Nietzsche angesehen hat. Dieses selbstredend fiktionale Epochenbild entwirft ein kulturgeschichtliches Ideal, das als Projektionsfläche für das inszenierte Gefühl des eigenen epigonalen Ungenügens im Zeichen historistischer Erstarrung vergegenwärtigt wurde. Strukturell liegt diese kritische Spiegelung auch der Typologisierung eines Renaissance-Menschen zugrunde. Die projizierte vitalistische Stärke jenseits von Gut und Böse einerseits sowie die kritisch darauf bezogene, dekadente, oftmals neurasthenisch konzeptionalisierte Schwäche jener, die diesen ruchlosen Immoralismus von Raubmenschen kompensatorisch imaginierten andererseits, bilden zumeist zwei Seiten ein und derselben Medaille. Auf eine ganz knappe Formel gebracht, die Typenbildung des Renaissance-Menschen um 1900 erfolgte im intrikaten Zusammenspiel von Nerven und Nietzsche. Nervöse Schwächlinge imaginieren kompensatorisch die Stärke von Übermenschen. Diese Dichotomie von Stärke und Schwäche prägt auch die Konzeptionalisierung der jeweiligen Vorstellungen von Kunst. Die plastische Kraft der Renaissance-Kunst erschien wie ein uneinlösbarer Anspruch für den Mythen-Ästhetizismus moderner Epigonen, die aufgrund eigener Schwäche im Zeitalter eines buchhalterischen Historismus jener letzten großen Zeit nicht gewachsen waren. Auch bei dieser Polarisierung von vitalistischer Kunst einerseits und dekadentem Ästhetizismus andererseits ist der überragende Einfluss Nietzsches unverkennbar.
Diese Ausprägung des nietzscheanischen Renaissancismus werde ich nun in meinem vierten und letzten Schritt an einem Beispiel näher erläutern. Hugo von Hofmannsthals lyrischem Drama »Der Tod des Tizian« von 1892. »Der Tod des Tizian« ist Hugo von Hofmannsthals zweites lyrisches Drama nach »Gestern«, so der Titel seines Erstlings. Als Bruchstück, so der Untertitel, erschien das Werk im Oktober 1892 im ersten Band von Stefan Georges »Blättern für die Kunst«. Hofmannsthals Begegnung mit George hat die Entstehung und Ausführung des Dramas auch maßgeblich geprägt. Das Drama spielt in der Zeit der späten Renaissance, konkret im Jahr 1576, Zitat, da Tizian 99-jährig starb. Der Tod des Tizian überblendet die Kunst Tizians mit der Bildwelt Arnold Böcklins, in dem Abi Warburg laut Ernst Gombrich, Zitat, den Vorkämpfer einer neuen Renaissance sah. Am 4. Februar 1901 ist der Tod des Tizian anlässlich der Totenfeier für Arnold Böcklin im Münchner Künstlerhaus uraufgeführt worden. Eingeleitet wird das lyrische Drama mit einem Prolog, der die Problematik einer ästhetischen Existenz exponiert. Gesprochen wird er von einem Pagen, dessen Gedanken dann ein Dichter mit einem Gegenentwurf konfrontiert. Der Dichter ergreift das Leben und gestaltet daraus das Kunstwerk, das vorliegende lyrische Drama. Der Page, der übrigens Prolog genannt wird und somit, wie Sandro Zanetti zu Recht betont, zur Allegorie der Textform wird, reflektiert über das Kunstwerk und will nach diesem Kunstwerk sein eigenes Dasein formen, rückt es damit aber narzisstisch von jedem tieferen Lebensbezug weg. Diese Haltung steht für die Lebensferne einer lediglich rhetorisch beschworenen Kunstwelt, in der sich der Ästhetizismus selbst reflektiert, ohne künstlerisch produktiv werden zu können. Folgerichtig bezeichnet der Dichter den Pagen als, Zitat, Schauspieler deiner selbst geschaffenen Träume. Damit ist die Grundproblematik, die das lyrische Drama entfaltet, bereits im Prolog skizziert. Nun aber zum lyrischen Drama selbst, das eher ein Stimmungsbild evoziert, als eine Handlung auf die Bühne bringt. Die Situation ist, kurz gesagt, die, dass die Schüler Tizian sich traurig auf der Terrasse seiner Villa scharen. Der eigentliche Protagonist, Tizian, tritt selbst nicht auf. Er ist indes gerade in absentia omnipräsent, und zwar durch die Berichte seiner gläubigen Schülergemeinschaft. Während die Schüler als reine Ästheten über das Schöne nur reflektieren, das Schöne lediglich intellektuell genießen können, ist der wahre Künstler Tizian selbst im biblischen Alter noch schöpferisch und erfährt das Leben in der Kunst. Er verkörpert so auch jene plastische Kraft, die Burckhardt und Nietzsche den Renaissance-Naturen attestierten. Demgegenüber registrieren Tizians Schüler verwundert die fiebrige, atemlose Hast, mit der der sterbende 99-jährige Tizian malt. In einem Tagebucheintrag vom April 1893 bringt Hofmannsthal diese Polarität zwischen dem Meister und seinen Jüngern auf einen einfachen Nenner. Zitat, Lebendigkeit gegen Öde, Neurasthenie, Langeweile. Tizian, der noch ein letztes Mal seine höchste schöpferische Kraft entfaltet, beschwört Pan, den Gott des rauschhaften Lebens, in dessen Dienst er seine Kunst stellt. Der Aufschrei Tizians, es lebt der große Pan, den der junge Giannino wiedergibt, ist die mythologisch verbürgte Kulmination des Lebens im Tod. In seinem Aufsatz über moderne englische Malerei von 1894 bezeichnet Hofmannsthal Pan als, Zitat, Personifikation des sehnsüchtigen, des drohenden, des tödlichen Daseins. Pan ist um 1900 auch der mythologische Antipode zu den oftmals diagnostizierten Zerfallserscheinungen der Moderne, wie Wilhelm Kühlmann herausgearbeitet hat. Der Ausspruch Tizians, es lebt der große Pan, den Giannino zitiert, spielt kontrafaktorisch auf die vom Plutarch überlieferte Legende vom Tod Pans an. Plutarchs Anekdote hat wiederum Nietzsche im 11. Kapitel der Geburt der Tragödie als Kennzeichen einer kulturell-metaphysischen Wende interpretiert.
was Hofmanns Theos Tizian im Moment der finalen Epiphanie gelingt und worüber seine Adepten lediglich reflektieren, ist die Formwerdung des Unbewussten oder Vorbewussten. Pan ist die mythologische Konfiguration einer Lebensphilosophie, die im dionysischen Rausch die Identität des Ichs tragisch auflöst. Der Mythos von Pan kombiniert die lüsterne, latent gewalttätige, sexuell aggressive Mensch-Tier-Figur als Verkörperung des unterdrückten anarchischen Begehrens mit der Darstellung ihrer Triebobjekte, den fliehenden Nymphen. In den Metamorphosen des Ovid wird die Nymphe Syrinx in das Kunstinstrument des lüsternen Lebensgottes verwandelt, eine Flöte. Es geht bei diesem Mythos also um nichts Geringeres als um die künstlerische Evokation der Lebenstotalität. Für Nietzsche kündigt sich im schlafenden Pan der Übergang des Menschen zum Übermenschen an. Doch zurück zu Hofmannsthals Tizian. Das nietzscheanische Pathos des einsam Schaffenden verherrlicht den schöpferischen Akt selbst. Dieser schöpferische Akt genießt Vorrang vor dem fertigen Produkt, dem Werk. Er ist höchster Ausdruck der Lebenssteigerung. Noch im Tod verfügt Tizian über jene plastische Kraft des Lebens, die Burckhardt den Renaissance-Naturen zusprach und die Nietzsche durch die Dominanz des Historischen und Dekadenten bedroht sah. Zugleich kann man auch, wie in der Forschung geschehen, Hofmannsthals Tizian als eine Figur des großen Schaffenden in der Tradition von Nietzsches Zarathustra sehen. Der Einfluss der Geburt der Tragödie zeigt sich, wie bereits angedeutet, insbesondere in Tizians Lebensrausch. Tizian erscheint hier als tragischer, dionysischer Künstler im, wie Sabine Schneider es formuliert, schmerzhaften Übergang zur Auflösung der Individuation. Im Sterben erhöht Tizian ein letztes Mal das Leben in der Kunst und durch die Kunst. Er führt vor, wie die gewählte Distanz zum sozialen Leben schöpferisch fruchtbar gemacht werden kann, im Unterschied zu seinen Schülern, die sein kreatives Schaffen lediglich passiv beobachten, beschreiben und intellektuell genießen. Deren Begrenztheit ästhetischer Wahrnehmungsfähigkeit basiert auf einem Lehrer-Schüler-Verhältnis, das einseitig auf geistige Vermittlung ausgerichtet gewesen ist. Über Tizians Lehre äußert sich einer seiner Schüler, Paris, folgendermaßen. Er hat uns aufgeweckt aus halber Nacht und unsere Seelen licht und reich gemacht und uns gewiesen, jedes Tages Fließen und Fluten als ein Schauspiel zu genießen, die Schönheit aller Formen zu verstehen und unserem eigenen Leben zuzusehen. Also verstehen, Schauspiel genießen, zuzusehen, das sind keine im eigentlichen Sinne kreativen Tätigkeiten, die hier vermittelt oder die hier zum Ausdruck kommen. Die Schüler führen ein epigonales Dasein aus zweiter Hand. Was Schönheit ist, können sie intellektuell verstehen, formal beschreiben gewissermaßen, aber nicht in einem tiefgreifenden lebensbezüglichen Sinn begreifen. Der einsam schaffende Künstler Tizian findet das intensivste Leben und die höchste Schöpferkraft im Angesicht des Todes. Die Schüler dagegen verehren den Künstler, verweigern sich aber dem dionysischen Leben, dem sie sich konsequent entziehen und verfehlen so das Leben und die Kunst. Gegenüber der Unmittelbarkeit von Tizians schöpferischem Künstlertum, das die Natur im Medium des Bildes verlebendigt, verharrt der Schülerkreis in einer isolierten Scheinwelt der intellektuellen Reflexion. Als dilettierende Verehrer lernen sie, die Dinge durch die Bilder des Meisters, also medial vermittelt, zu sehen. Die Dinge sehen ist ein Zitat aus dem Drama. Aber nicht zu empfinden und damit tiefer zu begreifen. Unmittelbare Empfindungen und künstlerische Wahrnehmungen sind ihnen ebenso fremd wie eigenes schöpferisches Gestalten, das bei Tizian zur Apotheose der Kunst geführt hat. Diese Differenz räumt ein weiterer Schüler, Desiderio, da steckt schon das Wort Desiderat drin, unumwunden ein. Er aber hat die Schönheit stets gesehen und jeder Augenblick war ihm Erfüllung, indessen wir zu schaffen nicht verstehen und hilflos harren müssen der Enthüllung.
Die Wahrnehmung der Kunst beschränkt sich auf ein erlerntes Formverständnis, dem das Erlebnis kreativer Substanz verschlossen bleibt. Dahingehend kann Hofmannsthal Der Tod des Tizian durchaus auch als ein medienkritisches Drama gelesen werden. Dieser in ihrer Passivität eingestandenermaßen hilflosen Haltung, also und hilflos harren müssen der Enthüllung, verweigert sich unter den Schülern Tizians allein der junge Giannino, der den Ausspruch Tizians über den Pan ja schon den Schülern mitgeteilt hat. Gianninos ästhetische Wahrnehmung der Kunst Tizians unterscheidet sich dadurch von dem der übrigen Adepten, dass er und nur er das Leben im Medium der Kunst erfährt. So erneuert sich Tizians Vision des griechischen Pan in Gianninos Traumerzählung über den römischen Faun, vorgetragen in gereimten jambischen Fünfhebern. Nun ein längeres Zitat, damit Sie den Zusammenhang auch sehen. Das ist tatsächlich wie eine größere lyrische Einheit inmitten dieses lyrischen Dramas. Und hier berichtet Giannino von seinem Traum. Mir war, als ginge durch die blaue Nacht die Atmende ein rätselhaftes Rufen. Und nirgends war ein Schlaf in der Natur mit Atemholen tief und feuchten Lippen. So lag sie horchend in das rose Dunkel und lauschte auf geheimer Dinge Spur. Und sickernd, rieselnd kam das Sterngefunkel hernieder auf die weiche, wache Flur. Und alle Früchte schweren Blutes schwollen im gelben Mond und seinem Glanz, dem vollen. Und alle Brunnen glänzten seinem Ziehen. Und es erwachten schwere Harmonien. Und wo die Wolkenschatten hastig glitten, war wie ein Laut von weichen, nackten Tritten. Leis stand ich auf, ich war an dich geschmiegt. Da schwebte durch die Nacht ein süßes Tönen, als hörte man die Flöte, Panflöte, das ist so Symbol für die Kunst schlechthin, leise stöhnen, die in der Hand aus Marmor sinnend wiegt, der Faun, der da im schwarzen Lorbeer steht, gleich nebenan beim Nachtviolenbeet. Ich sah ihn stehen, still und marmorn leuchten und um ihn her im silbrig-blauen Feuchten, wo sich die offenen Granaten wiegen, da sah ich deutlich viele Bienen fliegen und viele saugen auf das Rot gesunken, von nächtigem Duft und reifem Safte trunken. Und wie des Dunkels leiser Atemzug den Duft des Gartens um die Stirn mir trug, da schien es mir wie das Vorüberschweifen von einem weichen, wogenden Gewand und die Berührung einer warmen Hand. In weißen, seidig-weißen Mondesstreifen war liebestoller, mückendichter Tanz und auf dem Teiche lag ein weißer Glanz und plätscherte und blinkte auf und nieder. Ich weiß es heut nicht, ob's die Schwäne waren, ob badender Najaden weiße Glieder und wie ein süßer Duft von Frauenhaaren vermischte sich dem Duft der Aloe. Und was da war, ist mir in eins verflossen, in eine überstarke, schwere Pracht, die Sinne stumm und Worte sinnlos macht. In atemloser Reihung, polysynthetisch verbunden, folgt hier in rauschhafter, synästhetischer Überfülle Bild auf Bild. Gianninos von Assonanzen, Alliterationen und Anaphern durchsetzte, hochrhythmisierte Rede musikalisiert die Sprache. Die Töne der Nacht entfalten eine belebende Kraft poetischer Inspiration und verdichten sich zu musikalischen Harmonien, die den marmornen Faun dionysisch verlebendigen. Bilder, Musik, Tanz konstituieren einen künstlerischen Imaginationsraum, der sich sprachlich kaum noch ausmessen lässt, Worte sinnlos macht. Es sei denn, das Unsagbare transformiert sich zur reinen Poesie, die Semantik in Musikalität auflöst. Giannino ist der einzige Tizian-Schüler, der seine ästhetische Wahrnehmung in einer Weise zu empfinden, zu erleben vermag, dass sie ihn bis zur Sprachlosigkeit führt, einer Sprachlosigkeit allerdings, die nicht Ausdruck einer fundamentalen Sprachkrise ist, sondern vielmehr hochpoetisch umspielt wird. Die Wortkunst selbst lotet ihre Grenzen kreativ aus. Im Gegensatz zu den übrigen Schülern Tizians dringt Giannino zu den kreativen Quellen der Kunst, zu ihrem Inspirationskern vor. Darüber hinaus überwindet er wenigstens im Traum jene Grenze zum Leben in der Stadt,
die ansonsten im mit hohen Gitterstäben umzäunten Garten vor Tizians Villa rigoros und mit betonter Verachtung des sozialen Lebens gezogen wird. Ich war im halben Traum bis dort gegangen, wo man die Stadt sieht, wo sie drunten ruht. Dieses drunten ist übrigens auch, man merkt, es spielt zwar in Venedig, aber es ist auch ein fiktionaler Raum, denn Tizians Villas liegt auf einer Anhöhe. Und wer das Veneto kennt, der weiß, dass das jetzt nicht unbedingt mit Gebirgsketten durchzogen ist. Also mir erscheint diese Villa und das ganze Setting fast schon in Analogie zu Böcklins Toteninsel, sozusagen im Ambiente eines imaginierten, eines fiktionalen Venedig. Ich war in halben Traum bis dort gegangen, wo man die Stadt sieht, wie sie drunten ruht, sich flüsternd schmiegt in das Kleid von Prangen, das Mond um ihren Schlaf gemacht und Flut. Ihr Lispeln weht manchmal der Nachtwind her, so geisterhaft, verlöschend leisen Klang, beklemmend seltsam und verlockend bang. Ich hört es oft, doch niemals dacht ich mehr, da aber habe ich plötzlich viel gefühlt. Ich ahnt in ihrem steinern stillen Schweigen, vom blauen Strom der Nacht emporgespült, des roten Bluts bacchantisch wilden Reigen, um ihre Dächer sah ich Phosphor glimmen, den Widerschein geheimer Dinge schwimmen, und schwindelnd überkam's mich auf einmal. Wohl schlief die Stadt, es wacht der Rausch, die Qual, der Hass, der Geist, das Blut, das Leben wacht. Das Leben, das Lebendige, Allmächtige. Man kann es haben und doch sein vergessen. Er hält einen Augenblick inne. Und alles das hat mich so müd gemacht. Es war so viel in dieser einen Nacht. Der Traum hat Giannino von dem bacchantisch wilden Reigen der Stadt, in der das Leben wacht, zumindest ahnen lassen. Dass ihm bereits die Ahnung von Leben bis zur Erschöpfung gebracht hat, verdeutlicht umso mehr die tatsächliche Distanz von Tizian und seinen Schülern zum sozialen Leben selbst. In einer geplanten Fortsetzung des Dramas sollten die Schüler tatsächlich dann in die Stadt absteigen und sich dort mit dem Cholera-Virus, glaube ich, infizieren und dann sozusagen selbst hier im Tod zum Leben zu finden. In Gianninos virtuoser Traumerzählung finden sich Anklänge an Mallarmés La Prémédie d'un Faune von 1876 ebenso wie an das von diesem beeinflusste Gedicht Stefan Georges Gesichte 2. Auch Bezüge zum Bildwerk Arnold Böcklins lassen sich nachweisen von verschiedenen impliziten Nietzsche-Referenzen, die ich hier nicht im Einzelnen nachweisen kann, ganz zu schweigen. Ich versuche vielmehr abschließend, diesen durchaus heterogenen Resonanzraum von einer übergeordneten Perspektive in den Blick zu nehmen. Die mythologische Rückkehr zum Ursprung des Archaischen, wie ihn Giannino artikuliert, ist Ausdruck eines dionysischen Vitalismus und zielt auf die Utopie einer Einheit von Natur, Leben und Kunst. In einem Notat aus dem Herbst 1887 hat Nietzsche seine Vorstellung einer rauschhaften Lebenssteigerung durch die ästhetische Erfahrung der Kunst, die in Tizians schöpferischer Bildkunst und in Gianninos schöpferischer Sprachkunst aufscheint, folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Die Kunst erinnert uns an Zustände des animalischen Vigor. Sie ist einmal ein Überschuss und Ausströmen von blühender Leiblichkeit in die Welt der Bilder und Wünsche. Andererseits eine Anregung der animalischen Funktionen durch Bilder und Wünsche des gesteigerten Lebens. Eine Erhöhung des Lebensgefühls, ein Stimulanz desselben. In zeitgenössischen Lexika wird Vigor mit Lebenskraft, Vollkraft, Rüstigkeit übersetzt, wie Andreas Sommer im Band 6.2 des Nietzsche-Kommentars betont. In der Tod des Tizian steht der Meister selbst durch sein Fühlen und Schaffen für dieses in Nietzsches Notat anklingende lebensphilosophische Kunstkonzept ein, das wiederum sein jüngster Schüler Giannino zumindest bis zu einem gewissen Grad sprachmagisch einzulösen vermag, da auch er, Zitat, plötzlich viel gefühlt hat, wohingegen die rein kognitive, gleichsam unphysiologische, ästhetische Wahrnehmung der übrigen Tizian-Schüler eine tiefgreifende Erfahrung des Lebens im Medium der Kunst verhindert. Zitat,
und einfach habe ich schon verlernt zu fühlen, bekennt etwa der melancholische Tizianello und bringt damit das Grundproblem ästhetizistischer Existenz, wie sie im Kreis der Schüler vorherrscht, auf den Punkt. Der sterbende bildende Künstler Tizian und der 16-jährige Sprachkünstler Giannino gestalten in ihrer Kunst schöpferisch jene Lebenserhöhung, die ihre Referenzfiguren, Pan bzw. Faun, mythologisch beglaubigen. Sie verkörpern damit eine im wörtlichen Sinn Renaissance, eine Wiedergeburt der plastischen Kraft, die eine vitalistische Kunst als Stimulanz des Lebens von einer rein kognitiven Kunsterfahrung aus zweiter Hand als Surrogat des Lebens trennt. In diesem Sinn verkörpert der sterbende Tizian die Renaissance, wie Nietzsche sie in der Götzendämmerung verstanden hat, als die letzte große Zeit, der er seine eigene Zeit als eine schwache Zeit schroff entgegensetzt. Und in Giannino's Traumerzählung nimmt die plastische Kraft eine, Zitat, poetische Gestalt an, von der in Burckhardts zitierter Wendung aus der Kultur der Renaissance in Italien die Rede ist. Die von Arnold Böcklins Bilderwelten imprägnierte Renaissancekunst von Hofmannsthal's Tizian ist alles andere als geschichtslos. Neben der Adaptation antiker Muster und Sujets sucht Tizian in Hofmannsthal's lyrischen Drama auch in seinen eigenen Kunstwerken gleichsam ex negativo Inspiration für sein letztes großes Gemälde, mit dem er sein bisheriges Schaffen übersteigern, ja überwinden will. Im Sinne von Nietzsches zweiter unzeitgemäßer Betrachtung greift dabei aber nicht ein Übermaß von Historie die plastische Kraft des Lebens an. Das trifft auf seine Schüler mit Ausnahme Giannino's zu. Tizian bedient sich der Vergangenheit auch jener seiner eigenen Kunstwerke vielmehr wie einer kräftigen Nahrung. Die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert postulierte plastische Kraft der Renaissance zielt im Zeichen Nietzsches auf eine lebensphilosophische Begründung von Kunst. Nicht Kunst und Leben stehen in Hofmannsthal's Der Tod des Tizian in Opposition zueinander, sondern Kunst und Kunst. Genauer gesagt eine passive und damit unkreative Haltung zur Kunst einerseits und eine sinnlich erlebte Kunst, die selbst wieder Kunst kreiert, andererseits. Nur dem leiblichen Kunsterlebnis entspringt jener schöpferische Funke, der selbst wieder zur Kunst entflammen kann. Diese vitalistische Wechselwirkung von leibhaftiger ästhetischer Kunstwahrnehmung und künstlerischer Produktivität bedeutet eine Erhöhung des Lebensgefühls, ein Stimulans desselben. Vielen Dank. Peter Philipp Riedl ist uns heute Abend nicht als Renaissance-Condottiere entgegengetreten, sondern als jemand, der seinen Stoff quasi hat Form werden lassen, als ein Meister der plastischen Kraft. Ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich für die eine Nachtseite des heutigen Vortrags interessieren, nicht für Tizian und seinen Garten bei Nacht, sondern für Luther als Scheusal der Kulturgeschichte in Nietzsches Perspektive, dann notieren Sie sich den 12. bis 15. Oktober 2017 und kommen da nach Naumburg. 500 Jahre Triumph der Einfalt, Fragezeichen, Nietzsche und die Reformation, so eine Tagung, die wir machen werden. Aber Sie fragen sich jetzt natürlich nicht so sehr, wie es mit der Nachtseite ausschaut, sondern mit der Steigerbarkeit dessen, was wir hier bieten. Letztes Mal Carmen, jetzt Cesare Borgia und Tizian. Was bleibt da noch? Es bleibt die Ars Dionysiaca, die uns Werner Frick nächstes Mal präsentieren wird. Also die dionysische Rauschhaftigkeit, orgiastische Szenen im Ausgang von Nietzsche stehen zu erwarten an. Nächsten Dienstag wieder hier auf diesem Sender. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie. Danke nochmal an Peter Philipp Riedl.